Oh, Mann! Hey, ich bin der Jonas Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Herzlich willkommen zum Pressegespräch zur Dresdner Spielraum. Nachdem die Maskottchen weitgehend abgelichtet worden sind, würden wir dann mal beginnen. Wie gesagt, herzlich willkommen. Es geht sozusagen wieder los, weil das ist in dem Messekalender, der bei uns ja so von September bis Mai geht, ist das die erste Messe jedes Jahr. Und auch in diesem Jahr ist das etwas anders als in den Jahren davor. Wir hatten ja, wenn Sie sich erinnern, immer die Spielraum gemeinsam mit der Schriftgut. Wir haben das jetzt etwas getrennt. Einmal, weil die Spielraum gewachsen ist und mehr Platz braucht. Und zum anderen, weil wir die Schriftgut geteilt haben. Einmal in, nennen wir mal, die reine Literatur, die als Dresden erlesen auf Schloss Albrechtsberg stattfindet im September. Und in die Schriftgut for Kids, die natürlich ideal in die Spielraum mit hineinpasst. Wir sind hier angetreten, um Ihnen ein paar Informationen zu geben über das, was am Wochenende hier alles stattfinden wird. Ich begrüße hier vorn bei mir in erster Linie die Dame zuerst, Jana Maywald, die Projektverantwortliche bei uns für diese Messe, die zu allen Sachen, die in der Messe stattfinden werden, wer Aussteller ist, warum genau dieser Aussteller da ist, Informationen geben kann. Ich begrüße Herrn Wegner, der uns seit vielen Jahren betreut oder begleitet als Planet LAN, als Games for Family mit Spielen. Er wird dann noch einiges zu dem sagen, was in diesem Jahr neu ist. Ich begrüße Herrn Heimer, auch seit vielen Jahren treuer Begleiter. Playmobil ist ein fester Bestandteil der Spielraum geworden und eine, möchte ich so sagen, hervorragende Zusammenarbeit, für die wir uns sehr, sehr herzlich bedanken. Und neu in unserer Runde ist Herr Friedrich, Inhaber von Tinker Toys. Das hat mich ein bisschen Überlegung gekostet, was denn das ist. Die direkte Übersetzung ist eigentlich der Kesselflicker. Kesselflicker-Spielbahn ist natürlich ein bisschen eigen. Also es gibt auch ein Pferd, was so heißt. Es gibt einen US-General, der so heißt. Aber eigentlich ist es der Tüftler. Also das sind Tüftler-Spielwaren, die neu bei uns mit auf der Messe sind. Er wird dann noch etwas dazu speziell sagen. Insgesamt haben wir in diesem Jahr 132 Aussteller. Im Vergleich, das ist ja immer das, was Sie wissen wollen, und zum Vorjahr. Vorjahr war ja die Spielraum mit der Schriftgut zusammen. Wenn man die Schriftgut, sozusagen einen Teil der Schriftgut davon abzieht, ist es eine Steigerung dieser 132 Aussteller in diesem Jahr. Die Flächen sind größer geworden, das Angebot ist größer geworden und dazu würde ich jetzt Frau Maywald bitten, ein paar Details zu sagen. Ja, herzlich willkommen auch von mir aus der, dem Spielerlebnisland sozusagen. Ich freue mich, dass Sie da sind und ja, der Adrenalinpegel steigt, weil das, was hier am Wochenende zu sehen sein wird, ist ja, Arbeit von einem Jahr. Und immer mit ganz viel Aufregung verbunden, nach der Messe ist vor der Messe und man macht sich ja immer Gedanken, was kann man machen. Und die Idee, die ursprünglich vor 3 Jahren mit dem begehbaren, bunten Kinderzimmer sozusagen neu konzipiert oder erarbeitet worden ist, hat sich einfach so toll entwickelt, dass wir ganz stolz sind, dieses Jahr 4 Messehallen bespielen zu können und ja, auch dieses Jahr viele neue Partner mit ins Boot holen konnten, Aussteller begeistern konnten, die Spielraum mitzugestalten und ein ganz tolles, erlebbares Kinderzimmer zu machen. Und der Auftakt war zum einen natürlich wieder mit dem Herrn Wegner zusammen, den Games for Families Bereich als festen Bestandteil zu machen. Und der zweite Anlauf Anfang des Jahres war die Spielwarenmesse in Nürnberg, wo wir mit dem Herrn Heimer zusammen getüftelt haben und schon dispositiert haben, was es alles so Neues geben wird, was wir mit auf die Messe bringen können. Und ja, auch da gab es viele neue Anregungen. Wir haben zum Beispiel einen ganz tollen Aussteller da aus Berlin mitgebracht. Sind heute leider nicht da, aber ich darf es mal vorstellen, das sind die Fragenhelden. Die haben wir auf der Spielwarenmesse in Nürnberg entdeckt. Eine ganz tolle Figur und das ist eine ganz besondere, die ist nämlich handsigniert von Lewis Hamilton.
der Fan von den Fragenhelden ist. Und diese Puppe wird zum Beispiel am Sonntag bei uns auf der Messe verlost. Und das ist ja doch für die kleinen Rennfahrer unter den Kiddies halt vielleicht auch was ganz Besonderes. Und diese Puppe, kann ich Ihnen gerne hinterher auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Gibt es auch in der Pressemappe noch Informationen dazu. Soll halt anregen, dass die Kinder halt lernen, miteinander zu reden, mit den Eltern zu reden, halt Themen aufzufinden. Und das macht man über diese Buttons, die an dieser Puppe bestückt sind. Und das regt halt an, ja, Geschichten sich auszudenken. Zum Beispiel, ich finde das eine ganz tolle neue Sache. Und die Fragenhelden sind dann hier auch im magischen Feenwald mit vertreten, weil es halt was ganz Besonderes ist. Und da freuen wir uns schon drauf. Und ja, neu oder was halt auch ganz toll war, ist, dass wir das Thema Kinderbuch halt mit behalten konnten von der Schriftgut und da auch ganz viele tolle neue Kinderbuchverlage auch begeistern konnten. Und ganz besonders freue ich mich, dass wir Tausend und eine Nacht da haben, den Herrn Petrowski. Und ich erinnere mich noch an unser erstes Telefonat, als ich ihn angerufen habe und gesagt habe, Mensch, Tausend und eine Nacht hätte ich gern auf der Messe. Herr Petrowski, können wir da was machen? Und er sagte zu mir, naja, ja, so Messehalle, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Und ich sage, Herr Petrowski, ich habe da so ein Bild im Kopf, so richtig so schön orientalisch, so Märchen, Tausend und eine Nacht. Und er sagte, ja, kommen Sie mal zu mir und wir reden mal. Und dann haben wir uns so ein bisschen zusammengesponnen und haben im Saal Florenz eine ganz tolle Kulisse geschaffen. Und ich glaube, die Märchen aus Tausend und einer Nacht werden nicht nur die Kinder verzaubern, sondern auch die Eltern. Und als Symbol haben wir schon unseren kleinen Muck hier, was auch ganz gut passt, denn der Herr Petrowski kann dann auch noch ein bisschen was verraten, was bei Tausend und einer Nacht gelesen wird. Aber natürlich wird der kleine Muck nicht fehlen. Genau. Ja, dann, wie gesagt, viele Anregungen stehen dann gerne auch noch zur Verfügung. Es wird ein ganz tolles Wochenende mit vielen Sachen, die man hier erleben und austesten kann. Und ich würde sagen, wir geben mal an Herrn Heimer von Playmobil weiter. Und der kann einfach auch noch mal ein paar Sachen zu den Neuigkeiten weitergeben. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Ja, wir sind nun seit ein paar Jahren treuer Begleiter der Spielraum, sind entsprechend über die Jahre gewachsen, also allein flächenmäßig. So wie die Frau Maywald schon angekündigt hat, wir haben direkt zur Spielwarenmesse begonnen. Sie war vor Ort gewesen, wurde entsprechend informiert, was es eben an Neuheiten für dieses Jahr gegeben hat bei Playmobil, die mittlerweile alle am Start sind. Zwei absolute Highlights sind natürlich zwei Top-Lizenzen, die wir noch dieses Jahr mit ins Programm reingenommen haben. Das ist einmal das Thema Ghostbusters, was bereits im Mai gestartet ist und absolut erfolgreich durch die Decke, sage ich mal, sich draußen vermarktet. Zweite große Lizenz, die noch dazugekommen ist, ist entsprechend das Thema Dragons. Ist absolutes Top-Thema, was bei den Kindern geläufig ist, läuft mittlerweile wieder rauf und runter in den Fernsehsendern. Wir haben entsprechend alle Artikel hier vor Ort, inklusive Spielmaterial, sodass wir die Kinder zum einen allein über die Spieltische sofort animieren können. Die können alles live erleben, ausprobieren, haben aber entsprechend auch mehr oder weniger das komplette Portfolio, was wir laut Konsumentenkatalog abbilden, auch hier vor Ort, sodass auch alle Wünsche sofort in Erfüllung gemacht werden können. Ja. Wir freuen uns echt ungemein. Wir haben wirklich letztes Jahr gar nicht gerechnet, sag mal, mit so einem riesen Zuwachs. Also ich kann mich noch erinnern, Frau Maywald ruft mich am Samstag Nachmittag an und sagt, ich glaube, wir haben ein bisschen zu wenig Ware bestellt. Aber ich sag mal, man ist lernfähig. Wir haben für dieses Jahr wirklich genügend vorgesorgt. Und ich denke, wir können wirklich alle Herzenswünsche erfüllen, die entsprechend von den Kindern kommen werden. Und sind auch, haben entsprechend auch noch mal mehr Spielmaterial bei, aufgeführt, noch mehr Spielfläche. Haben auch schon, sag mal, die ersten Überlegungen, Ideen für nächstes Jahr wiederum, weil wir sehen. Für uns ist, sage ich mal, solche Spielmessen, wo die Kinder wirklich live am Produkt sofort sich begeistern können, das absolute Nonplusultra, weil die sofort davon infiziert sind, sind begeistert, verfallen in ihre Rollenspiele
Und wenn die einmal, sag ich mal, sowas richtig gespielt haben, dann sind die Herzenswünsche so groß, dass die Eltern eigentlich nicht mehr Nein sagen können. Ja, besten Dank. Und das hoffen wir natürlich, dass die Eltern nicht Nein sagen können, weil es gibt auch viel zu kaufen hier und Weihnachten steht vor der Tür. Und ich glaube mal, das ist ein guter Anlass, das beides zu verbinden. Was ich nicht versäumen möchte, ist auch noch Herrn Mühlner mit zu begrüßen. Herr Mühlner vertritt Konrad. Konrad auch schon seit einigen Jahren mit auf der Messe mit technischem Spielzeug, aber genauso auch mit Lego. Also mit vielen Sachen, die das gesamte Portfolio mit abbilden und abrunden werden. Und wenn dann Fragen sind, steht auch Herr Mühlner mit zur Verfügung, hier mit Ihnen zu diskutieren. Und jetzt würde ich gerne an Herrn Wegner übergeben, der, ich würde mal sagen, schon mit den Hufen schaut, seine Produkte anzuzeigen und das, was neu ist bei Games for Family. Ja, vielen Dank, Herr Finger. Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir sind mit Games for Families hier wieder vor Ort und dieses Mal mit der bisher größten Konstellation von Games for Families. Wir machen das jetzt seit nahezu 50 Events und das, was dort in Halle 2 gerade aufgebaut wird, ist das größte Event, was wir hier gemacht haben. Was machen wir? Wir zeigen Spiele, interaktive, also digitale, genauso wie analoge Spiele. Die haben die Gemeinsamkeit, sie fordern die grauen Zellen und sie fordern die Muskelzellen. 3 bis 99 ist unsere Zielgruppe und wir haben diverse Hersteller bei uns in der Halle, also das Wu der Spielebranche ist da in Halle 2 vertreten. Und um da mal den Punkt von Frau Malbert aufzugreifen, Lewis Hamilton ist ja gerade Formel-1-Weltmeister geworden, da haben wir die handsignierte Puppe und ein paar Meter weiter haben wir das offizielle Formel-1-Rennspiel, ist gerade rausgekommen. Das wird in der Redaktion, in den Spielefachzeitschriften als das beste Rennspiel aller Zeiten gefeiert. Dort kann man es richtig mit Rennsimulator und so weiter spielen, hier auf der Spielraum. Ja, dann haben wir die Nintendo Switch dabei. Die Nintendo Switch ist die neue Nintendo-Konsole, ist kürzlich rausgekommen und auch damit einhergehend ein neues Spiel von der Super Mario-Welt, nämlich Super Mario Odyssey. Das ist ein Open World. Spiel, das auch in den Kritiken Höchstwertungen erzielt hat. Also man kann sich frei in einer dreidimensionalen Welt als Mario bewegen. Und natürlich der Klassiker Mario Kart 8 Deluxe, was auf keiner Party fehlen darf, ist auch dabei. Sowieso ganz viele andere Nintendo-Titel. Ja, wir zeigen auch was Musikalisches, denn bei uns wird eben auch die Muskelzelle extrem beansprucht. Es gibt mit Just Dance die beste und größte Tanzsimulation, die es weltweit gibt. Also man kann diverse Tanztitel nachtanzen, das ist also Riesenspaß für Jung und Alt. Wer sagt, ich bin eher am Mikrofon besser als jetzt mit dem Hüftschwung, für den haben wir Let's Sing 2008, ist auch gerade rausgekommen, gibt es dort auch eine kleine Bühne. Ja, und natürlich, was immer dazugehören muss, wenn es um Spiele geht, haben wir die Simulation. Man kann diverse Berufe ausprobieren, man kann Bauleiter sein, man kann Landwirt sein und natürlich haben wir dementsprechend den Landwirtschaftssimulator auch hier. Das ist deutschlandweit die erfolgreichste Simulation. Man ist da einfach Bauer. Aber es macht einen Riesenspaß. Ich habe es mir anfangs auch nicht vorstellen können, als das vor wie 8 Jahren erstmalig auf den Markt kam. Wurde zunächst belächelt, aber hat mittlerweile die Spitzen der Charts gestürmt und ist ein Riesenspaß für Jung und Alt. Ein ganz besonderer Titel, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, insbesondere wenn Sie Kinder haben im Alter dieser Messe, Zielgruppe dieser Messe, nämlich Max und Flocke auf der Jagd nach Dr. Superschreck. Das ist ein Spiel, bei dem man als Kind lernt, mit Gefahren des Alltags umzugehen und sie zu vermeiden. Also beispielsweise wird man sensibilisiert dafür, wie können Brände entstehen, was kann ich tun, damit das verhindert wird. Und man lernt als Kind spielerisch, wie man solche Gefahrensituationen präventiv abwendet. Und wenn das dann doch mal schief geht, dann lernt man, wie man umgeht mit Gefahrensituationen. Wie zum Beispiel, es kommt ein Gewitter, unter welchen Baum oder vielleicht unter gar keinen Baum gehe ich dann. Wem kann ich noch helfen, etc. Das lernt man da spielerisch und das Spiel ist auch kostenfrei, denn es ist vom Bund finanziert. Dementsprechend kann das hier jeder vor Ort spielen, aber auch zu Hause dann weiterspielen. Ja, wir haben neben diesen ganzen digitalen Spielen natürlich auch die analogen Spiele da, denn die gehören dazu, der Mix macht's aus. Da haben wir große Spieleverlage da wie Clementoni, Jumbo, Cosmos, NSV, Winning Moves, etc. Das heißt also Stratego, Monopoly, Cluedo, haben wir alles dort in Halle 2. Haben Sie letztes Jahr auch schon eines andere mal ausprobieren können, wie zum Beispiel jetzt neu haben wir dabei von Cosmos das Spiel Exit, also Escape Room als Brettspiel. Ja, und neu dabei sind Spielzeuge. Märklin hat eine sehr interessante kindergerechte Spielzeugeisenbahn herausgebracht, die kann man da ausprobieren. Und wir haben mit Hubolino eine Kugelbahn, bei der baut man also einen Turm und die Kugel muss dann nach unten mit der Schwerkraft rollen. Das ist letztendlich hinter dem Motto stehend, spiel dich schlau. Oder bau dich schlau.
Ja, das sind so die Punkte, die analoge und digitale Spiele erstmal auszeichnen, die wir bei uns haben. Ich habe gleich noch eine kleine Überraschung, weil hier steht ja noch ein bisschen was um mich herum. Das erzähle ich Ihnen dann gleich. Das machen wir dann einen Augenblick später. Zurück zu den Tüftlern. Herr Friedrich, was erwartet uns denn auf Ihren Stand? Was machen Sie? Ja, bei uns läuft das insgesamt ein bisschen anders als bei den meisten Ausstellern. Wir haben zum Beispiel eigentlich gar keine Produkte dabei und wir haben auch zum Beispiel nicht das Problem, dass wir eventuell ausverkauft sind, sondern bei uns läuft das so, dass wir eigentlich ein Softwareunternehmen sind, das Kinderspielzeug herstellt. Bedeutet, wir haben eine App entwickelt, die es Kindern ermöglicht, ihr Spielzeug selbst zu designen. Bedeutet, jedes Kind kann sich sein individuelles Lieblingsspielzeug mit Hilfe dieser Software digital designen und anschließend produzieren wir das mittels 3D-Druck aus einem Biokunststoff. Bedeutet, am Ende kommt ein relativ analoges Spielzeug dabei heraus. Und wir freuen uns sehr, dass wir eingeladen wurden hier auf die Messe. Es ist in Dresden unser erster Messeauftritt. Und wir haben einen schönen Stand vorbereitet, wo wir verschiedene Stationen haben, an denen die Kinder eben digital arbeiten können. Wir haben einen 3D-Drucker dabei, wo man sich das Ganze auch mal live anschauen kann. Aber es ist zum Beispiel auch nicht so, dass bei uns die Kinderwünsche sofort in Erfüllung gehen können, weil man muss bei uns mal ein bisschen warten, weil die Produktion eines Spielzeuges dauert im Schnitt so 3 bis 4 Stunden. Bedeutet, die Spielzeuge, die Kinder auf der Messe gestalten, die schicken wir dann einfach nach Hause nach der Messe. Genau, das ist, was wir machen. Okay, das klingt sehr interessant und ich vermute mal, dass Sie sehr umlagert sind, weil jeder sein eigenes Spielzeug machen kann. Das ist natürlich was völlig Neues und von der Herangehensweise natürlich auch ausgesprochen interessant. Freut mich sehr, dass Sie hier bei uns auf der Messe sind und dass Sie das erste Mal auch in Dresden präsent sind. Und ich hoffe, dass da einiges in den nächsten Jahren auch wieder rauskommt. Von meiner Seite vielleicht noch ein bisschen was zu den Daten der Messe. Also wie gesagt, sie findet am Samstag und Sonntag statt, jeweils also am Samstag von 10 bis 20 Uhr, also auch etwas länger als sonst üblich. Wir hatten ja in den letzten Jahren immer das Problem, dass man wirklich die Leute rauskehren musste und das wollen wir ein bisschen aufheben, indem wir bis 20 Uhr öffnen. Das heißt allerdings, dass wir dann 20 Uhr wahrscheinlich die Leute auch rauskehren müssen, aber das wird schon funktionieren. Am Sonntag ist in den typischen Messezeiten, also von 10 bis 18 Uhr. Die Eintrittskarte, also eine Tageskarte für einen Erwachsenen, kostet 10 Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Wir haben Familienkarten, wir haben Familienkarten-Single. Es gibt auch eine Wochenendkarte, also für den, der es an einem Tag nicht schafft, der kann am nächsten Tag wiederkommen. Also viele Besonderheiten, was hier angeboten wird, aber natürlich auch variable Eintritte, wenn man sagt, man kommt am zweiten Tag wieder. Es gibt, wir sind natürlich eine Spielemesse, es gibt hier besondere Vorkehrungen für Eltern und Kinder. Also die Kinder können Armbänder bekommen mit ihren Telefonnummern. Wenn jemand verloren geht, kann er hier sofort wieder weiter kontaktiert werden. Wir haben einen Wickelraum, wir haben alles das, was man so braucht an einer Spielemesse, wenn viele Kinder und junge Leute da sind. Und wir sind sehr gespannt und eigentlich sehr wohlgemut, dass es auch sehr eine erfolgreiche Messe wird, dass der Ansporn für uns natürlich darin besteht, viele Besucher zu bekommen und das, was man im Vorfeld schon so gehört hat aus dem bekannten Verwandtenkreis, alle sagen, die Spielemesse, das ist ein Muss und ich glaube mal, das ist auch für viele, ich habe das letztes Jahr erlebt mit meinen Enkeln, die waren eigentlich 2 Tage hintereinander von früh bis abends hier und das wünschen wir uns natürlich von vielen Besuchern, mit vielen Gästen, mit viel Umsatz für die Aussteller und natürlich auch mit vielen glücklichen Kindern, die dann am Ende am Abend hier das Haus wieder verlassen. Ich gehe nochmal zu Herrn Wegner. Er hat noch eine Überraschung für Sie. Wir stehen Ihnen selbstverständlich für Gespräche, für Fragen allgemein oder dann im Detail auch noch zur Verfügung. Wir haben dort einen kleinen Imbiss, also wir treffen uns dann sozusagen beim Kaffee. Das ist etwas kalt ist heute hier, das ist aber der Situation geschuldet. Aufbau ist immer kalt bei uns, weil die Türen pausenlos auf und zu gehen. Aber das werden wir dann am Samstag selbstverständlich ändern. So, und jetzt nochmal Herr Wegner. Ja, vielen Dank. Auf diesen 2500 Quadratmetern, die wir dort als Games for Families bespielen, da haben wir knapp 200 Spielstationen. Da zeigen wir sehr viele Neuheiten. Also fast jedes Spiel, was dort gezeigt wird, ist eine Neuheit. Aber was wir eben auch dabei haben, ist eine völlig neue Spielart, die es noch gar nicht gab. Das haben wir auch noch nie gemacht, das machen wir zum ersten Mal. Das ist also halt, so wollen Weltpremiere. Es geht darum, dass wir eine neue Dimension des Spielens kreieren.
Wir vermixen Gaming, also Spielen, und Realität. Wie passiert das? Also ich habe jetzt hier mal ein ferngesteuertes Auto. Das sieht wie ein normales ferngesteuertes Auto aus, mit einem Unterschied. Vorne drauf, das hier ist eine Kamera. Und diese Kamera zeigt das Bild aus dem Cockpit. Und Sie können das Fahrzeug fahren mit einer Videobrille auf. Die liegen da schon für Sie bereit. Die setzt man sich so auf den Kopf, hat dann nur das Bild aus diesem Auto und denkt, man sitzt da wirklich drin. Also wenn man da irgendwie unter so einem Tisch oder so einer Bank durchfährt, dann zieht man den Kopf ein, aber man sitzt da wirklich drin. Man fühlt so, man wäre da drin in diesem Gerät. Also es ist eine Art VR-Brille, es ist eine Videobrille. Und dann noch eine Stufe weiter machen wir das Ganze mit Drohnen oder Koptern, wie man auch sagt. Hier ist also ein sehr leichtes Gerät, das wiegt noch nicht mal 100 Gramm und da vorne ist auch eine Kamera drin. Und dort sitzt man quasi virtuell in diesem Cockpit, während man das gute Stück fliegt und denkt, man sitzt also dort drin. Das ist eine Sache, die muss man erleben. Da kann man jetzt viel erzählen, aber das Spannende ist es zu erleben. Deswegen möchte ich Sie gerne mal einladen, live ins Cockpit einzusteigen. Also ich glaube, wir passen alle in eine dieser Drohnen rein. Wenn der Kollege dort einmal so nett ist und diese Brillen an Sie verteilt und die Technik so nett ist, den Fernseher einmal anmacht. So, da sehen wir uns jetzt schon live. Das ist das Bild aus dieser Drohne. Ich stelle dir jetzt mal so ein bisschen an die Seite, dass wir damit gleich starten können. Wir starten natürlich erst, wenn alle Brillen verteilt sind. So, wie sieht es aus mit den Brillen? Dann mache ich meine jetzt auch mal an. Gibt es irgendeinen, der mir freiwillig ein Mikrofon unter die Nase hält, während ich hier fliege? Haben alle Platz genommen? Noch nicht, okay. Wer fehlt denn? Alle startklar? Ja, also wenn alle Brillen auf sind, dann geht's los. Wir nehmen jetzt alle Platz in dieser kleinen Drohne. Die Propeller laufen schon. Und ich hebe jetzt einfach mal ab. Halten Sie alle gut fest, schneiden Sie sich an, es geht los. So, wir fliegen einmal um den Feenwald herum. Ich hoffe, es wird niemandem schlecht. Ich fahre erstmal nur links, fliege erstmal nur eine Linkskurve. Da wird jetzt hier keiner gleich noch mit Übelkeit zu kämpfen hat. So, dann kommen wir mal hier zu uns her. Mal hier hinten rum. Und wir können auch jetzt einen virtuellen Messerundgang machen. Hier ist unsere Pressekonferenz und jetzt fliegen wir mal beispielsweise in die Halle 2. Hier wird nämlich fleißig gearbeitet. Sie sehen, dort ist der Parcours, ist der größte Parcours, den es jemals gab zu diesem Thema, FPV. Also der geht nach hinten noch ordentlich weiter. Hier haben wir die klassischen Games for Families Elemente. Dort auf 12 Uhr sehen wir die Just Dance Stage, also wo getanzt wird. Wenn Sie genauer hingucken, sehen Sie schon den Tänzer da. Da wird also getanzt. Und so könnten wir jetzt hier die ganze Halle abfliegen und auch Akrobatik machen. Ich komme mal wieder zurück zu uns, gehe ein bisschen schneller zurück. So, da sind wir wieder über dem Wald rüber. Und das Ganze ist natürlich jetzt so, als Anfänger mag man meinen, wie kriege ich das jetzt hin? Und jeder fängt ja mal klein an, deswegen läuft das in diesem Parcours so ab, dass wir zunächst Simulatoren aufgestellt haben.
Und da fliegen dann die Besucher erstmal virtuell, aber haben die gleiche Funkfernbedienung in der Hand, die ich jetzt auch in der Hand habe. Und so lernen sie erstmal, wie man so ein Ding steuert. Wenn man das dann so ein bisschen rausbekommen hat, ein Gefühl dafür bekommen hat, dann gibt es die nächste Generation von Drohnen, die, jetzt gucken wir mal, ob wir hier so durchkommen. Dann gibt es diese kleinen Plastikdrohnen, die hatte ich gerade gezeigt, das war diese gelbe. Und mit denen fliegt man dann durch den Parcours, da gibt es schwere und einfache Teile. Ja, und so ist es der Traum vom Fliegen, der hier mit wahr wird. Also wenn wir jetzt hier irgendwo so durchfliegen, gucken wir mal, ob wir hier durch diese Blumen durchkommen, dann zieht man den Kopf so ein bisschen ein, hier ist eine Dame, ja, schnell vorbei. Und guck mal, ob das Pferd, ja. Und so kann man das immer weiter treiben. Also ich habe doch meinen Kopf jetzt auch schon bewegt, obwohl das überhaupt keinen Sinn macht. Die Drohne ist nicht ich, aber man denkt, man würde drin sitzen. Also es ist unglaublicher Spaß, eine neue, völlig neue Spielerfahrung, die bisher nur den Profi-Piloten vorbehalten war, also die das mit schnellen Drohnen machen, die so 180 km/h fliegen, aber es gab es noch niemals für den Otto-Normalverbraucher zum Spielen und das machen wir jetzt hier erstmalig auf der Spielraum. Das Ganze können wir auch im Auto machen und mit dem Auto, das ist ganz einfach, das kriegen Sie auch hin, denn da müssen Sie nur Lenkrad drehen und Gas und Bremse. Und deswegen würde ich Sie gleich einladen, einmal mit dem Auto zu fahren, was da neben mir steht. Und wenn Sie dann noch Lust haben, können Sie gerne mal in die Drohne einsteigen, aber ohne Simulator ist das am Anfang gleich ein Tick schwerer. So, ich lande mal wieder. Da wären wir. Ja, wir sind wieder gelandet. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und gleich können wir also mal mit diesem Fahrzeug hier eine Runde drehen. Wer also Lust hat, hier eine Runde zu drehen, herzlich eingeladen. Ja, also eine neue Dimension des Spielens. Wir zeigen dort das alles. Es gibt die Spiele zu kaufen, die wir zeigen, zum Messepreis, weil die Hersteller direkt beteiligt sind. Dieses Auto gibt es auch zu kaufen. Also auf der Spielraum nicht nur entdecken, sondern man kann auch was mitnehmen. Vielen Dank soweit. Und spätestens hier merken Sie, es ist nicht nur für Kinder, sondern das kann genauso gut bei allen anderen Altersklassen mit angebracht werden, vom Weihnachtsgeschenk bis hin, einfach hier mitzunehmen. Herzlichen Dank für Ihre Fragen. Gerne, wenn jetzt, sonst beim Kaffee und beim etwas Aufwärmen, wenn man 3 Schritte noch läuft. Ich bedanke mich, dass Sie da waren und ich hoffe natürlich, dass wir uns alle dann auf der Messe sehen und ja, viel Umsatz gemacht wird und natürlich, dass auch entsprechend in den Medien mit rübergebracht wird. Besten Dank.